Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Ich war shoppen. Und wo gehe ich gerne shoppen? Beim DM und habe mir diese Fließtasche mitgenommen für 45 Cent, weil ich meinen Einkaufsbüdel vergessen habe. Und ich habe mindestens 94.000 Einkaufsbüdel, aber in meinem Auto hatte ich keinen und eigentlich wollte ich auch gar nicht so viel kaufen. Aber die neue Limited Edition, die hat mich so gecatcht. Ich habe extra den Beleg aufgehoben. Ich habe insgesamt 34,55 bezahlt. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich es schon weggeräumt habe, sind die Kaustangen für meine Katzen. Da habe ich 4-mal Knabberstäbchen mitgenommen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ein Kauwach weiße Schoko. Die habe ich schon getrunken. Kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Aber ich kann euch zeigen, was ich Herrn Muffin mitgebracht habe. Nämlich in seiner absoluten Lieblingsfarbe. Die Yuti Limited Edition Augenpads Cucumber Cool, jeweils 95 Cent. Die sind für Herr Muffin, die darf er machen, weil das seine absolute Lieblingsfarbe ist, Neongrün. Und da habe ich die gesehen und die glitzern auch noch. Und da mussten die einfach unbedingt mit. Dann habe ich die Limited Edition entdeckt aus dem Sommer und habe mir die Eternal Summer Tuchmaske mitgenommen von Balea. Ja, das ist eine Tuchmaske, intensive Feuchtigkeit mit Meerwasser und Glow-Effekt. Ja, alles klar. Und das hinterlässt einen zarten Schimmer und einen blumigen Duft. Okay, ja, die habe ich auch noch mitgenommen. Die hat gekostet 95 Cent. Dann gab es dazu passend, natürlich musste ich die mitnehmen, die Verwöhndusche. Hat gekostet 75 Cent. Das Design finde ich einfach super schön. Mit Hibiskusblütenextrakt. Oh. Blumig, parfummäßig riecht das. Aber so ein bisschen salzig noch im Abgang. Und die Verpackung und diese Farbe, oh, so schön. 75 Cent musste die einfach mit. Dann Tracklemoon Watermelon. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dieses Duschgel kostet 75 Cent und dieses Duschgel kostet 95 Cent. Okay, hier sind 250 Milliliter drin und von Tracklemoon 60 Milliliter und ist teurer. Aber ich mag den Duft so gerne und ich habe eins davon schon. Und das gibt es nicht in groß, deswegen habe ich mir noch ein kleines mitgenommen. Weil das riecht so geil nach Wassermelone. Ich liebe Wassermelonenduft. Oh, so geil, so geil. Genau, dann durfte noch die Seife aus der... Ich gehe mal nach dem Kassenbeleg, der Reihenfolge nach. Die Verwöhnseife mit wertvollen Ölperlen durfte mit. Auch aus der Eternal Summer Collection. Und wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr die Ölperlen sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, ob das genauso riecht wie das Duschgel. Ja, blumig, parfummäßig mit so einem salzigen Unterton, finde ich richtig geil. Die hat gekostet 1,25. Und dann habe ich mir noch mitgenommen das Balea Twin Pack Shampoo und Conditioner für 1,95. Auch aus der Limited Edition. Und die Verpackung, da ist in dem goldenen ist das Shampoo drin und in dem lilanen der Conditioner. Und das fand ich irgendwie total abgefahren. Das musste ich mitnehmen. Vielleicht nehme ich, wenn das gut ist, ich probiere das mal aus, nehme ich das mit nach Kreta, dann brauche ich nur eins mitnehmen und nicht zwei Flaschen. Habe ich mehr Platz in meinem Koffer für andere Sachen. Ja, Schminke werde ich nicht mitnehmen nach Kreta. Ich werde mich da nicht schminken. Aber wer weiß, was ich noch alles mitnehmen will.
Dann habe ich ihn mitgenommen, weil es runtergesetzt war. Geht wohl aus dem Sortiment. Greenfield Shampoo für 2,95 und Conditioner für 3,95. Diese beiden Produkte habe ich auch noch nie gesehen. Auch bei DM habe ich das noch nie gesehen. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und ich habe mal dran gerochen. Da ist Shampoo mit natürlichem Bierhefeextrakt und Walnussöl und den passenden Conditioner dazu. Und das riecht mega gut. Ich dachte erst so Bierhefe, ob das gut riecht. Aber das riecht halt nach Walnuss. Nussig riecht das. Richtig geil. Und ich finde es auch geil, dass das einen Pumpkopf hat. Und hier sind 400 Milliliter drin und ist noch bis 1,24 haltbar. Und in dem Conditioner sind 250 Milliliter. Und mindestens haltbar bis. Vierundzwanzig. Also da habe ich noch ein bisschen Zeit, um das aufzubrauchen. Da freue ich mich schon sehr drauf, das zu testen. Schade natürlich, dass es rausgeht. Falls es mir gefällt, dann habe ich Pech gehabt, weil ja, das gibt es dann einfach nicht mehr. Oder ich muss es im Internet bestellen. Die Firma heißt Greenfields. Falls euch das interessiert, guckt mal im Internet oder stöbert mal in eurem DM. Vielleicht findet ihr das da auch noch. Dann habe ich mir mitgenommen, war auch im Angebot, Langhaarmädchen leichtes Haarölspray. Das hat gekostet 2,95, runtergesetzt von 3,95 oder so. Das riecht blumig, dezent, süßlich. Was soll das machen? Ich kauf's, es ist im Angebot. Egal, was es macht. Antifrizz, Pflege, strapazierte Spitzen soll es pflegen, Geschmeidigkeit und weiches Haar und perfekte Kennbarkeit. Und das ist halt relativ flüssig und das fand ich sehr interessant. Ich mag die Langhaarmädchen-Optik sehr gerne. Sehr schöne dekorative Produkte. Getestet habe ich sie noch nicht, aber werde ich demnächst mal machen. Und der Star des heutigen Videos für 10,95, der ist 2 Euro teurer als die Maybelline Superstay Matte Inks. Die kosten 8,95 und der kostet einfach mal 10,95. Aber die Verpackung ist auch einfach so geil. Das ist ja so erhaben hier und das ist ganz glatt und das ist ein Maybelline Superstay Vinyl in der Farbe 40 Witty. Ich fand die Farben alle nicht so speziell und die hat mir noch am besten gefallen. Ich trage sie auch heute auf den Lippen. Ist ein angenehmes Tragegefühl. Wurde mir von einer lieben Abonnentin empfohlen. Die hat die getestet in einem Live-Video auf Instagram und ich war dabei. Ich habe mich dazugeschaltet und sie hat ihn getestet. Und sie sagt, der ist gut, die Matte-Inks sind besser von der Haltbarkeit her, aber der ist auch gut. Und von den Farben her hat mich der am meisten angesprochen. Und ich wollte ihn einfach mal testen, weil sie gesagt hat, teste das mal. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Grüße in die Schweiz. Und ja, der Applikator ist schön, die Farbe ist schön. Bis jetzt hält er auch ganz gut. Ich habe schon was getrunken. Aber. Mach jetzt das Thumbnail bitte, YouTube. Wetten, er macht's. Egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich den jetzt im Test. Ich werde ihn heute auf Herz und Nieren testen. Wir wollen noch, wahrscheinlich noch grillen heute. Und ich will ein paar Getränke probieren an einem Getränkestand für Erwachsene in Eckernförde, Wider Trade. Da gibt es Rumlikör und Schnaps. Ich trinke ja sonst keinen Alkohol, aber da gönne ich mir was. Das sind Freunde von mir, die das betreiben. Und falls ihr mal in Eckernförde seid am Hafen, schaut da mal bei dem kleinen Bötchen, bei dem kleinen Wägelchen vorbei von Wider Trade und kauft euch was Schönes.
Damit unterstützt ihr ein kleines Unternehmen und die freuen sich. Auf jeden Fall wird der hier auf Herz und Nieren getestet. Bin ich sehr gespannt darauf, wie er den Tag überlebt. Und das war mein Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Vielleicht interessiert euch ja das eine oder andere Produkt auch. Oder ihr findet die grünen Augenpads auch schön. Die sind ja Limited Edition. Hatte ich das erwähnt? Die sind Limited Edition. Da sind so Neonfarben, so ein Aufsteller mit so neonfarbenen Augenpads und ja. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.